Ich begrüße Sie zum St. Gallen Kantonalbank Investment Talk Special zur aktuellen Wirtschaftssituation in der Schweiz. Schwächt der starke Schweizer Franken unseren Wohlstand? Mehr als einen Monat ist es her, dass die Schweizerische Nationalbank den Euro-Mindestkurs aufgehoben und die Zinsen weiter gesenkt hat. Seither wird in der Schweiz heftig über Konjunktur, Krise und Deflationsrisiken debattiert. Die aktuelle Wirtschaftssituation wirft Fragen auf. Ich spreche heute mit Roland Levergerber, Vorsitzender der Geschäftsleitung St. Galler Kantonalbank, und Thomas Stucki, Anlagechef St. Galler Kantonalbank. Roland Levergerber, was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie vom Entscheid der Schweizerischen Nationalbank hörten? Also grundsätzlich möchte ich vorneweg schicken, dass ich sehr positiv ins neue Jahr gestartet bin. Das hat sich dann doch etwas geändert an diesem 15. Januar. Der erste Gedanke, der mir durch den Kopf gegangen ist, war damals, die großen Herausforderungen, die jetzt auf die regionale, die lokale Industrie zukommen werden. Und der zweite Gedanke war, dass natürlich unser Bankgeschäft auch ganz erheblich tangiert sein wird, insbesondere im Zinsengeschäft. Haben sich Ihre Befürchtungen bewahrheitet? Ich denke, für die Industrie ist es noch zu früh, um wirklich abschätzen zu können, wie weit die Auswirkungen gehen werden. Wo ich natürlich viel, viel näher dran bin, ist unser eigenes Bankgeschäft. Und dort ist klar, dass natürlich das Zinsengeschäft unter den Negativzinsen weiter leiden wird, ist gar keine Frage. Und entsprechend haben wir auch unseren Gewinnausblick für das laufende Jahr etwas nach unten angepasst. Thomas Stucki, wieso konnte oder wollte die Schweizerische Nationalbank den Euro-Mindestkurs nicht aufrechterhalten? Die Nationalbank hat mit der Einführung von Negativzinsen Mitte Dezember am Finanzmarkt ein Signal ausgesendet, dass sie nicht mehr überzeugt ist, diese 1,20 mit aller Kraft halten zu können oder halten zu wollen. Die Unsicherheit im Januar im Zusammenhang mit Europa, mit dem Kaufprogramm der Europäischen Zentralbank, mit den bevorstehenden Wahlen in Griechenland, haben dann dazu geführt, dass der Druck auf den Franken gestiegen ist und die Nationalbank dann Mitte Januar nicht mehr in der Lage war oder nicht mehr willens war, die Euro-Untergrenze mit aller Kraft zu verteidigen. Und was passiert mit den Devisenreserven der Schweizerischen Nationalbank? Immerhin etwa 500 Milliarden Schweizer Franken. Also momentan passiert nichts. Die Nationalbank wird diese Devisenreserven nicht abbauen können. Dazu müsste sie Schweizer Franken zurückkaufen. Die Risiken für die Wirtschaft sind gering. Es sind vor allem die Gewinne und Verluste, die auf diesen Devisenreserven anfallen. Und wenn größere Verluste anfallen sollten, dann fällt die Gewinnausschüttung als Bund und Kantone aus. Das ist eigentlich das einzige Risiko, das aus diesen Devisenreserven für die Wirtschaft besteht. Roland Ledergerber, gerade Ihr Heimatort Ostschweiz als exportorientierter Industriestandort ist von der Aufwertung des Schweizer Frankens besonders stark betroffen. Was waren die Kundenreaktionen bisher? Ja, zuallererst natürlich mal die Reaktion der Besorgnis, der ganz großen Herausforderung jetzt auf diesen sehr überraschenden Schritt reagieren zu müssen, zu können. Viele Unternehmen haben natürlich damit gerechnet, dass der Wechselkurs bei 1,20 verharren wird aufgrund dieser Untergrenze. Und diese Untergrenze, diese Sicherheit ist jetzt weggefallen. Die Reaktionen würde ich so zusammenfassen, dass erstens gesagt wurde, dass man jetzt in einem Dilemma ist, soll man kurzfristig unrentable Aufträge, soll man die stornieren, fallen lassen und versuchen später in 2-3 Jahren diese Aufträge wieder zurückzugewinnen. Das ist das eine. Die zweite Reaktion, ganz entscheidend auch, dass man jetzt bereit sein müsse, weiter in Innovationen zu investieren. Drittens, an der Kostenschraube dort drehen, wo es möglich ist. Und letztlich, was ich dann sehr positiv empfunden habe, viertens auch die Reaktion, dass die Mitarbeitenden generell sehr gut reagieren auf Erfordernisse, beispielsweise Arbeitszeiten temporär zu verlängern oder sonstige Anpassungen vorzunehmen. Und was ist Ihre Einschätzung? Was bedeutet das mittelfristig für Ihre Region? Mittelfristig bin ich überzeugt, dass die Region aufgrund ihrer Stärke diese Herausforderung gut meistern wird. Ich denke, es wird natürlich dazu führen, dass wir weiter in Innovationen investieren müssen, um diese Kostenthematik etwas auf die Seite schieben zu können. Das ist das eine. Das zweite, ich denke, es wird zu Produktverlagerungen, Produktionsverlagerungen kommen. Man wird versuchen,
Kosten und Erträge in den Währungen anfallen zu lassen, wo man sie dann auch erzielen kann, also dass man in etwa gleich viele Erträge hat im Schweizer Franken, wie man auch Kosten hat und umgekehrt bei den Fremdwährungen. Ich denke, man wird sehr viel investieren in Produktivitätsverbesserungen, um die Kostenposition weiterentwickeln zu können. Thomas Stucki, seit dem Tiefpunkt am 23. Januar hat sich der Euro-Franken-Kurs kontinuierlich wieder erholt. Auch die Zinsen sind leicht gestiegen. Also alles nur ein Sturm im Wasserglas. Schön wäre es. Ich gehe nicht davon aus, dass wir diese 1,20 zum Euro rasch wieder sehen. Diese 1,20 war eine künstlich hochgehaltene Untergrenze, wie es der Name schon sagt. Entsprechend war auch verständlich, dass der Franken als Reaktion auf die Aufhebung natürlich stark aufgewertet hat. Die erste Reaktion war auch übertrieben nach unten. In der Zwischenzeit hat sich es irgendwo zwischen 1,05 und 1,10 stabilisiert. Ich gehe aber davon aus, dass der Franken eher wieder stärker wird über die nächsten Monate. Ich gehe von einem Euro-Franken-Kurs zwischen 1,00 und 1,05 aus im restlichen Verlauf dieses Jahres. Und was kommt nach der Kursuntergrenze? Ja gut, was man natürlich wieder sagen muss, oder? Wir sind mit dem Franken nicht mehr an einen schwachen, in Anführungszeichen, Euro gebunden. Der Franken wird wieder zu seinem alten Pfad zurückkehren, den er die letzten 20, 30 Jahre gehabt hat, dass er eigentlich über die Jahre tendenziell oder kontinuierlich etwas aufwerten wird. Unmittelbar jetzt, was wir sehen, sind Preissenkungen in der Schweiz auf breiter Front, praktisch in allen Sektoren. Das heißt, dass wir in diesem Jahr Deflation haben werden. Das heißt aber auch, dass die Nationalbank natürlich mit einer ultra-expansiven Geldpolitik weiterfährt und die Zinsen in den nächsten Monaten weiterhin auf sehr, sehr tiefem, auch teilweise auch im negativen Bereich natürlich bleiben werden. Und ich denke, für die hiesige Konjunktur werden auch große Herausforderungen auf uns zukommen. Ich denke, es ist nicht nur ein Exportproblem, sondern es ist ein gesamtheitlich wirtschaftliches Problem der Schweiz. Ich würde davon ausgehen, dass wir nicht in eine Rezession abrutschen im Jahr 2015. Ich denke aber, wir werden ein Nullwachstum sehr wahrscheinlich haben. Ich denke auch, dass leider die Arbeitslosigkeit ansteigen wird. Das wird kaum zu verhindern sein. Und letztlich denke ich auch, dass die nachfolgende Erholung eher langsamer vonstatten gehen wird als in den letzten Abschwächungen, konjunkturellen Eintrübungen. Und zwar deshalb, weil ja das ein Schweiz-Problem ist und man dann nicht profitieren kann von einer ebenfalls sich erholenden ausländischen Wirtschaft. Von daher denke ich, wird da die Erholung eher sehr langsam dann vonstatten gehen nach dieser Eintrübung. Mit über 21 Milliarden Schweizer Franken ist die St. Galler Kantonalbank eine große Hypothekengeberin. Sie haben also den Finger am Puls des Immobilienmarktes. Welche Konsequenzen sehen Sie aufgrund der tiefen oder negativen Zinsen auf den Immobilienmarkt in der Schweiz? Ja, es gibt gegenläufige Tendenzen, gegenläufige Einflussfaktoren. Positiv stimulierend sind die tiefen Zinsen. Positiv stimulierend sind auch die fehlenden Anlagealternativen, insbesondere für institutionelle Investoren. Negativ auf der anderen Seite ist die wirtschaftliche Situation und die Unsicherheit, Arbeitsplatzunsicherheit, was eher hemmend wirkt. Ich erwarte für die Immobilienmärkte eine differenzierte Entwicklung. Ich denke, im Bereich selbstbewohntes Wohneigentum werden wir eine stabile Entwicklung haben, leicht ansteigend, aber abschwächend. Ich denke, im Bereich Renditeliegenschaften, Wohnbereich, werden wir eher weiterhin steigende Preise sehen, weil eben das attraktive, relativ attraktive Anlagekategorien sind. Und im Bereich der Geschäftsliegenschaften, Büroliegenschaften und so weiter würde ich eher einen Rückgang erwarten. Und wie betreffen die negativen Zinsen die St. Galler Kantonalbank selbst? Die betreffen uns sehr stark, insbesondere natürlich eben im Zinsengeschäft. Die größte Herausforderung dort ist, dass es natürlich unser Bestreben ist, die Kundengeldsätze, also Spargelder, Kontogeldsätze, dass man die nicht in den negativen Bereich drücken muss. Und da haben wir eine Entkopplung von den Kundengeldsätzen auf der Spargeldseite zu den Geldmarktseiten. Das ist eigentlich die größte Herausforderung, die wir zu bewältigen haben.
Thomas Stucki, für den Anleger entspricht die aktuelle Situation einem perfekten Sturm. Obligationen bringen kaum Erträge, Aktien- und Währungsmärkte sind volatil. Was kann der Anleger jetzt tun? Ich möchte mit dem beginnen, was er eben nicht tun sollte. Das wäre jetzt überstürzt zu handeln, sämtliche Obligationen mit negativen Renditen einfach zu verkaufen. Die Alternativen sind ja nicht allzu viele vorhanden. Was sich sicher aufdrängt, ist eine Überprüfung der persönlichen Anlagestrategie, ob sie den neuen Rahmenbedingungen noch entspricht. Und dann ist es sicher auch sinnvoll, punktuell in Einzelfällen natürlich Kurse auf Obligationen zu realisieren, Gewinne mitzunehmen. Er kann das beispielsweise dann einsetzen für Aktienkäufe in dividendenstarke Titel, beispielsweise solche von Versicherungsgesellschaften. In der Vergangenheit wurden Schweizer Anleger kaum für Fremdwährungsrisiken entschädigt. Heißt das, dass Schweizer Anleger nicht mehr in Fremdwährungen investieren sollen? Ja, der Schweizer Anleger muss sich natürlich wieder mit einem starken Franken auseinandersetzen. Das heißt für ihn, dass es sicher Sinn macht, einen recht großen Anteil seines Portfolios in Schweizer Franken zu halten. Jetzt völlig auf Fremdwährungen zu verzichten, wäre falsch. Wenn er beispielsweise europäische Aktien oder amerikanische Aktien kauft, dann nimmt er natürlich das Währungsrisiko mit. Und aufgrund des Währungsrisikos auf Aktien aus diesen Märkten zu verzichten, ist sicher nicht empfehlenswert. Aber wie gesagt, ein großer Anteil Schweizer Franken im Portfolio macht sicher Sinn. Roland Ledergerber, Thomas Stucki, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Merci.